Seid ihr herzlich willkommen. Wochenende, liebes Orakel. Freitag, Samstag und Sonntag. Erstmal schauen wir an, was passiert. Freitag, wie ist die Energie? Das sehen wir hier. Dieser Kelch symbolisiert die Gefühle. Bedeutet auch die Intuition oder Inspiration. Jemand nähert sich mit diesem goldenen Pokal, zeigt Interesse, zeigt Gefühle, möchte dich beeindrucken, handelt intuitiv, aber deine Hände sind gebunden und dein Auge auch, du siehst es nicht, du nimmst es gar nicht wahr. Vielleicht ist der Kontakt da, aber du kannst es nicht einschätzen, mit welchen Absichten nähert sich. Vielleicht drückt er sich nicht richtig aus, aber die Absicht ist, diese Bewegung, diese Veränderung, dass ihr etwas Altes abschließen könnt, es soll eine neue Richtung gehen, auch wenn das noch nicht sichtbar ist oder klar definierbar, aber hier sehen wir diesen Kelch und das bedeutet schon seinen Gefühlen und das darfst du auch annehmen. Samstag sehen wir hier, scheint eine neue Periode zu beginnen, auch beruflich, auch finanziell, familiär. Und auch in die Liebe kommt mehr Struktur und mehr Stabilität. Hier sehen wir in deiner Hand diesen Stab und zeigt die Feuerelement. Es ist etwas da, was dich gerade begeistert. Nicht nur dich, sondern ihn auch, weil er kommt entgegen. Er wird aktiv sein. Er zeigt auch sehr viel Mut und Kraft, aber auch Begeisterung und Leidenschaft. Hier startet etwas und es kommt alles in Form. Sonntag sehen wir hier diese Dame und auch dieser Herr, beiden haben einen goldenen Kelch in Hand. Und das symbolisiert das Wasserelement, die Gefühle. Er kommt ins Bewegung und diese Dame erwartet das. Wenn du eine Frau bist, sei in dieser Warteposition. Er wird handeln, er kommt entgegen und zeigt auch die Gefühle. Scheint die Sonne, macht etwas sichtbar. Das kann ein Treffen sein. Oder hier klärt sich einiges auf. Es ist auch die Anziehungskraft und diese tolle Ausstrahlung auch sichtbar. Und das war dieser Liebesorakel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.